Ich sehe nur noch Fernlicht. Die ganze Zeit Fernlicht, Fernlicht, Fernlicht. Und ich denke mir, nein. Oh nein, Alter, das ist hundertprozentig die Polizei. Auf einmal höre ich nur noch einen Knall. Polizei, SEK. Ich habe nur noch Schreie gehört. Abonnier bitte diesen Kanal, aktivier die Glocke und unterstütz mich bitte dabei, Menschen eine Stimme zu geben, die keine Stimme haben. Bevor du dir das Video anschaust, abonnier. In der heutigen Geschichte geht es um einen jungen Mann, der von heute auf morgen angefangen hat, Drogen zu schmuggeln. Und mit seiner Geschichte möchte er euch sagen, sobald ihr kriminell werdet, könnt ihr niemandem mehr trauen. Mein Name ist Farid, ich bin 26 Jahre alt, wohne im Raum Hamburg. Ich bin Dachdecker vom Beruf und bin mit meinem Leben im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich fahre zur Arbeit, ich komme nach Hause, treffe mich abends mit Freunden und alles ist wirklich okay. Irgendwann wurde ich gekündigt. Das war zu der Zeit von Corona. Es gab keine Arbeit mehr für mich, ich war nur noch zu Hause. Das Problem war, ich habe als Dachdecker auch schwarz gearbeitet und hatte ein großes finanzielles Polster und habe auch natürlich so gelebt, wie jemand, der 4.000, 5.000 Euro verdient und nicht wie jemand, der nur 1.000 Euro verdient. Ich habe mir Sachen gegönnt, die ich mir einfach gönnen wollte. Und das war irgendwann vorbei, als Corona kam. Ich war nur noch zu Hause, ich konnte meine Fixkosten nicht decken, ich war schlecht drauf. Und dann kam der Tag, wo ich bei einem sehr, sehr guten Freund sitze. Ich rauche gerade einen, ich liege auf der Couch. Er liegt auch ein paar Meter weiter, auch auf der Couch und raucht auch seine Zigarette. Und ich bin die ganze Zeit dabei, mich zu beklagen, was alles scheiße läuft. Meine Fixkosten kann ich nicht decken. Es ist einfach, es läuft alles drunter und drüber. Meine finanziellen Reserven sind natürlich auch irgendwann aufgebraucht. Und da fing es dann an. Ich habe hier und da angefangen, mir Geld zu leihen. Konnte es nicht zurückzahlen, habe es von jemand anderes geliehen und hier was bezahlt. Also ich habe immer hin und her geschoben und kam von den Schulden nicht runter. Und irgendwann ging es meinen Kollegen quasi ein bisschen so auf die Nerven. Und er sagt zu mir, weißt du was, hast du nicht Lust mit mir nach Holland zu fahren? Wir machen uns einen chilligen. Ich habe gesagt, ja, kein Problem. Ich habe doch nichts zu tun. Ich komme mit. Ja. Und dann sind wir nach Holland gefahren. Dann hat er vor so einem riesen Block geparkt. Er sagt, ich komme gleich wieder. Er geht rein, ich warte, ich rauche eine, zwei, drei Zigaretten. Dann kam er mit so einem riesen Beutel, so einem Müllsack. Kam er wieder, lächelt mich an, schmeißt es in den Kofferraum, macht Kofferraum zu, steigt ein und sagt, jetzt können wir wieder nach Hause. Ich so, wie gehen wieder nach Hause? Ich dachte, wir machen uns einen chilligen. Ich sag, nein, alles gut, wir müssen nach Hause. Kommen wieder in unserer Stadt an, wo wir leben. Und dann hält er wieder vor so einem Gebäude. Und sagt, ich komme gleich. Nehmt diesen Müllsack raus, geht rein, kommt wieder und drückt mir einfach 500 Euro in die Hand. Und ich sag zu ihm, wofür, was ist das? Er sagt, ja Brudi, ich war gerade Drogen holen. Das war alles Gras in diesem riesen Müllsack. Ich war total baff, war mir erstmal scheißegal in diesem Moment. Ich hatte 500 Euro auf einmal. Ja, dann haben wir das ein paar Mal gemacht. Er hat mir jedes Mal 5 Scheine gegeben, hab ein bisschen Schulden bezahlt, hier und da. Und dann meint er zu mir, willst du das nicht selber machen, Farid? Meint ich, ja, warum nicht? Sieht ja ganz einfach aus. Ich fahr einfach hin, schmeiß den Müllsack einfach in den Kofferraum und fahr wieder hier hin. Warum nicht? Das habe ich wirklich monatelang gemacht. Das war mein neuer Beruf, mein Job. Meine Schulden waren alle beglichen, ich hatte jeden Monat genug Geld, ich war wieder richtig in meinem Standard drin, ich konnte alle meine Rechnungen zahlen und konnte mein Leben so weiterführen wie vor der Corona-Zeit. Und dann, eines Tages, wollte ich wieder nach Holland, es wurde aber ein bisschen spät, ich hatte an dem Tag so viel zu tun und bin dann trotzdem irgendwann gefahren. Es war ein regnerischer Tag, ich kann mich noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich fahre los, ich hole wieder ein bisschen Gras oder ein bisschen mehr Gras, besser gesagt. Schmeiß das in den Kofferraum und fahr los. Ich fahre über die Grenze, dann bin ich in, also ihr müsst euch das so vorstellen, man fährt durch die Grenze, dann fährt man runter, dann fährt man durch eine Stadt an der Grenze und dann ein bisschen Landstraße und dann wieder auf Autobahn. Ich bin runtergefahren, dann war ich auf der Landstraße und ich merke, hinter mir ist die ganze Zeit dasselbe Auto. Von Holland aus. Von Holland aus bis nach Deutschland, bis in die Stadt, bis auf diese Landstraße, fährt mir dieser Wagen hinterher. Und ich denke mir, wer ist das, Mann? Auf jeden Fall, ich sehe nur noch Fernlicht. Die ganze Zeit Fernlicht, Fernlicht, Fernlicht. Und ich denke mir, nein. Oh nein, Alter, das ist hundertprozentig die Polizei. Hundertprozentig ist das die Polizei. Was mache ich jetzt? Ich fahre weiter, immer sagen, es waren ungefähr 10 Kilometer, 10, 12 Kilometer. Und er fährt mir immer noch hinterher und macht immer ab und zu Lichthupe. Mein Herz hat geklopft. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Meine Hände waren voller Schweiß. Mein Gesicht richtig warm. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Was mache ich, wenn
wenn das die Polizei ist. Auf jeden Fall habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, wenn es die Polizei ist, die halten mich so oder so irgendwann an. Irgendwann kommt sowieso von hier und da ein Polizeiauto. Ich halte jetzt einfach an, ich halte diesen Druck einfach nicht mehr aus. Ich halte an und es regnet. Es regnet richtig krass. Ich halte an, rechts, und ich gucke so in den Innenspiegel. Ich sehe, wie ein Mann die Tür aufmacht. Und ihr wisst ja, wenn man die Tür aufmacht vom Auto, dann geht automatisch das Licht an. Ich gucke in den Innenspiegel, er macht die Tür auf, das Licht geht an, er kommt raus, aber ich sehe keine Person neben ihm, hinter ihm, nichts. Er ist allein in dem Auto. Und dann dachte ich mir, okay, beruhig dich, das ist kein Polizist, weil Polizisten halten nie jemanden an, wenn sie alleine sind. Ich mache mein Fenster nur ganz leicht runter und denke mir, man weiß ja nie, ich mache es nicht ganz runter. Ich mache das Fenster ein bisschen runter und guck aus der Scheibe heraus und sag, was, wie kann ich Ihnen helfen? Warum fahren Sie mir die ganze Zeit hinterher? Was ist denn los? Dann sagt er zu mir, ja, du kommst aus derselben Stadt wie ich. Ich bin neu dahin gezogen. Mein Handy ist aus. Ich habe kein Navi. Fährst du nach Hause gerade oder fährst du woanders hin? Ich habe gesagt, ja, ich fahre nach Hause. Warum? Er sagt, ich habe kein Navi, nichts. Mein Handy ist aus. Ich habe kein Ladegerät. Bitte darf ich dir einfach hinterherfahren, bis wir in der Stadt sind, bei uns, wo wir leben. Ich sage bewusst Stadt, weil in dieser Geschichte oder in solchen Geschichten werden hier die Leute anonym bleiben und auch Orte und sowas komplett geändert. Auf jeden Fall, ich sage zu ihm, ja, du kannst mir gerne hinterherfahren, ist gar kein Thema, können wir machen. Wir kommen da an, ich halte an der Tankstelle, er fährt auch rauf, er sagt, du hast mein Leben gerettet. Wie kann ich dir dafür danken? Ich habe gesagt, nein, du brauchst dich dafür nicht bedanken, alles gut. Es war ein richtig sympathischer Typ, er sagt, ich heiße übrigens Tom. Ich sage, ja, ich bin Farid. Er sagt, Farid, ich schwöre dir, das werde ich dir niemals vergessen. Ist mir egal, was du jetzt sagst, egal, was du zu tun hast, erledige es und danach möchte ich mit dir was essen. Wir wurden richtig enge Freunde. Wir sind zusammen essen gegangen. Irgendwann war es so weit, dass ich ihn sogar meiner Familie vorgestellt habe. Er wurde für mich wie ein Bruder. Wie ein Bruder wurde Tom. Irgendwann habe ich zu Tom gesagt, Tom, du bist ein richtig stabiler. Weißt du was, ich habe was für dich. Er sagt, was denn? Ich habe gesagt, Tom, Bro, ich gehe ab und zu nach Holland und ich hole ein bisschen Gras. Gib das hier und da ab und krieg dafür Summe X. Wenn du willst, steig mit ein. Ich gebe dir was vom Kuchen ab. Weil ich hatte keine Freunde so großartig außer ihn. Er sagt, ja, Mann. Mir geht sowieso gerade finanziell richtig beschissen. Ich bin dabei. Wir steigen ein. Wir machen unsere erste Tour. Wir fahren nach Holland. Haben da wieder natürlich ein bisschen Gras geholt. Dies, das. Fahren zurück. Ich sag ihnen, wen ich das auch verkaufe. Wir geben das da zusammen ab. Weil, wenn ich mal nicht da bin, macht Tom das. Irgendwann habe ich gesagt, Tom, so nach 3, 4, 5 Monaten habe ich gesagt, Tom, heute kann ich nicht. Bro, tu mir einen Gefallen, fahr du heute nach Holland. Hol das Gras, Bruder, gib das da ab, nimm das Geld entgegen. Wir sehen uns morgen. Er sagt, Bruder, verlass dich auf mich, ich mach das. Nächsten Tag, Tom ruft mich an, er sagt, Farid, Bruderherz, ich habe alles geklärt. Ich war schon da, es ist alles erledigt. Ich habe gesagt, Bombe, perfekt. Wir sehen uns heute Abend. Wir treffen uns abends, er gibt mir das Geld, ich gebe ihm seinen Anteil. Wir unterhalten uns über Gott und die Welt. Er sagt zu mir, lass uns eine Firma zusammen gründen, lass uns das Geld investieren, sagt Tom zu mir. Ich sage, Tom, was wollen wir machen, dies, das. Er sagt, lass uns was mit Autos machen, wir haben genug Geld, Mann, lass uns das investieren, wir kaufen, verkaufen Autos, lass uns Autohaus machen, irgendwas. Du hast doch Erfahrung mit sowas. Ich habe gesagt, ja. Er meinte, mach du das, ich mache die bürokratischen Sachen. Tom war Deutscher, er wusste, wie man mit Organisation und Organisation solche Sachen macht, ne? Und ich war so der Typ für die groben Dinge. So Autos kaufen, günstig kaufen, teuer verkaufen, dies, das, tralala. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben angefangen, erstmal so schwarz, 1, 2 Autos zu kaufen, verkaufen, aufbereiten, reparieren, verkaufen, sowas. Nebenbei haben wir noch unser Drogengeschäft gemacht. Nur für euch zur Info, wir haben ungefähr in 6, 7 Monaten, haben Tom und ich über 100.000 Euro gemacht. Nur durch hinfahren, abholen, abgeben. Hinfahren, abholen, abgeben haben wir über 100.000 Euro gemacht. Es war einfach alles viel zu schön, um wahr zu sein. Ich hatte genug Geld, ich hatte einen loyalen Bruder hinter mir. Wir wollen uns selbstständig machen. Es ist alles Bombe. Ich schwöre es euch, das war die schönste Zeit in meinem Leben. Dann kam der Tag. Ich bin am Schlafen. Es ist ungefähr 3 Uhr nachts. 3, halb 4. Es ist 3, halb 4. Auf einmal höre ich nur noch einen Knall. Polizei, SEK, keine Ahnung, was sie da geredet haben. Ich habe nur noch Schreie gehört. Ich stehe auf, ich gucke. Überall meine ganze Wohnung voller Polizei. Keine Chance, sich zu wehren, abzuhauen, nichts. Ich hatte keine Möglichkeit, nichts. Und dann habe ich etwas gesehen. Ich dachte mir nur noch, ich bin im falschen Film. Mit den SEK-Leuten kam Tom rein. Und einer ruft ihn und sagt, Torben, hast du alles im Griff? Er dreht sich um und sagt, ja. Mein Herz macht nur noch bum, 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 bum. Ich war sprachlos, ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich so, Junge, wer ist Torben?
Ich gucke ihn an, ich sage, ey, was ist los? Was ist los? Was für Torben? Auf jeden Fall meine Hände, erstmal schön Handschellen. Ich wurde festgenommen. Ja, Mann, ich war Untersuchungshaft. Mein Anwalt kommt rein mit so einer Riesenakte. Er sagt zu mir, weißt du, was passiert ist? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ist das alles... Ich habe mir so innerlich, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ist das alles ein Prank? Ist das alles ein Prank? Das kann doch alles nicht wahr sein, Alter. Das ist ja wie in einem schlechten Horrorfilm. Ich sag, klär mich mal nur kurz auf, wer ist Torben? Steht das da in der Akte? In der Akte steht ja eigentlich immer alles. Er sagt, ja, es gab einen verdeckten Ermittler, der heißt Torben so und so. Mein Bruder, mein bester Freund. Ich habe ihn gesehen wie ein Bruder. War verdeckter Ermittler. Er hat sich mit mir angefreundet, um zu wissen, von wo ich es hole, wo ich es hinbringe, für wie viel ich es verkaufe, wie viel Geld ich damit mache, was ich in meiner Freizeit mache, ob andere Leute damit involviert sind. Ich bin immer noch baff. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Es hat sich wirklich so angefühlt, als würde der eigene Bruder einen verraten. Ich bin immer noch manchmal sprachlos, wenn ich darüber nachdenke, dass dieser Typ mir hinterhergefahren ist, sich einfach mit mir angefreundet hat, mit mir essen gegangen ist, zu meiner Familie nach Hause kam, ich zu seiner Familie, ich weiß ja nicht mal, ob seine Familie war. Das ist es ja. Vielleicht war das ja auch alles nur gespielt. Ich war auch bei seiner Familie, er war auf meinem Geburtstag, ich war auf seinem angeblichen Geburtstag. Ich habe ihm alles erzählt, er hat mir alles erzählt, er hat manchmal vor mir sogar geweint. Er hat sogar manchmal vor mir geweint. Ich habe zu ihm gesagt, Bro, beruhig dich, wir kriegen das alles hin, mach dir keinen Kopf. Und jetzt sitze ich in dieser Gefängniszelle. So, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Mir hat das gar nicht wehgetan, dass ich im Gefängnis sitze und verurteilt wurde zu ein paar Jahren Haft. Ich war immer noch am Überlegen, wie hat dieser Mensch das geschafft? Wie hat dieser Mensch das geschafft? Das war die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Ja, und so hat die Geschichte dann auch irgendwann sein Ende genommen. Ich landete im Knast, habe meine Strafe abgesessen und heute... erzählt Zeit auf seinem Kanal meine Geschichte, um euch einfach zu sagen oder zu zeigen, was mir passiert ist, um euch zu sagen, wenn ihr damit anfängt, kriminelle Sachen zu machen, dürft ihr und könnt ihr keiner Menschenseele trauen. Nicht mal euren Schatten dürft ihr trauen. Ich habe es bereut, ich habe meinen Fehler eingesehen, ich bin mittlerweile auch wieder auf freien Fuß und habe mit Drogengeschäften und sowas überhaupt nichts mehr am Hut und gehe wieder ganz normal arbeiten. Natürlich habe ich jetzt einen Eintrag in meinem Führungszeugnis, aber aus Fehlern lernt man. Ich hoffe, ich konnte einigen Leuten von euch die Augen öffnen, dafür ist dieser Kanal da und vielen Dank, dass ich hier quasi meine Geschichte erzählen durfte.